Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Richtig komisch, das jetzt zu sagen. Ich saß seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr vor der Kamera. Ich hatte heute endlich mal wieder Zeit für ein bisschen was Kreatives und ich habe auch sturmfrei. Martin ist weg. Und ihr habt auf Instagram abgestimmt, dass ihr gerne ein kleines Flohmarkt-Haul von mir sehen möchtet. Denn ich war heute Vormittag mit der lieben Nora. Ihr Instagram-Profil packe ich hier hin. Ihr solltet ihr unbedingt folgen. Auf einem Flohmarkt in Leipzig, nämlich auf dem alten Messegelände. Der ist dort, soweit ich weiß, jeden ersten Sonntag im Monat. Und ich habe wahnsinnig schöne Sachen gefunden. Gar nicht so viele, aber dafür Dinge, über die ich mich wirklich sehr, sehr freue, die ich teilweise schon lange gesucht habe. Und deshalb möchte ich die mit euch teilen heute. Und vielleicht kriegt ihr ja Lust, selbst mal auf einem Flohmarkt vorbeizuschauen. Heute gibt es mal ausnahmsweise gar keine Klamotten. Aber ich habe immer noch vor, ein Flohmarkt Secondhand Vintage Lookbook für euch zu machen. Ich weiß nicht wann, denn solche Videos sind unglaublich aufwendig, aber ich habe Bock drauf, also es wird irgendwann kommen. Aber heute geht es nicht um Klamotten, sondern um Deko, Möbel und Bücherzeug. Das erste, was ich euch zeige, womit fange ich denn an, ist ein kleiner Bilderrahmen. Schaut euch mal bitte an, wie süß und klein dieser Bilderrahmen ist. Ich habe eigentlich einen großen Bilderrahmen gesucht, sogar zwei. Habe mir auch die Maße aufgeschrieben für zwei Poster, die ich hier im Wohnzimmer habe und die ich gerne einrahmen möchte. Aber ich habe leider keine passenden Rahmen gefunden. Aber Nora hat den hier entdeckt, zwischen ganz viel Krimskrams. Und ich habe mich sofort in den verliebt. Der ist wahnsinnig klein, quadratisch, golden und ich finde ihn so süß. Ich habe richtig Lust, ihn auf meinen neuen Nachttisch zu stellen, den ihr auch noch sehen werdet. Und der ist auch zum Glück leer und das Fotobild, was auch immer, lässt sich, glaube ich, leicht ändern. Mal schauen, was ich da reinmache. Vielleicht ein kleines süßes Bild von Martin und mir oder von Mikesh, meinem Kater. Mal gucken. Und der sollte eigentlich 5 Euro kosten. Ich habe ihn auf 4 runtergehandelt. Versucht auf Flohmärkten unbedingt immer zu handeln. Das ist ganz normal, muss euch nicht peinlich sein. Klar, am Anfang ist es ein bisschen komisch, wenn man dann andere Leute einfach um einen niedrigeren Preis bittet. Aber das ist gang und gäbe auf dem Flohmarkt und gehört dazu. Und Falschen kann auch richtig Spaß machen und ihr seid dann auch stolz auf euch, wenn ihr einen guten Preis erzielt habt. Also lasst euch einfach einen Preisvorschlag geben von dem Verkäufer. Setzt dann weiter unten an und im Idealfall trefft ihr euch irgendwo in der Mitte. So mache ich es immer. Und damit habe ich schon sehr gute Schnäppchen gemacht. So, als nächstes zeige ich euch mal ein besonderes Schmuckstück. Das hat mir schon von Weitem entgegengeleuchtet aus der kleinen Schmuckschatulle, in dem der ältere Herr die Ketten hatte. Und die ist wirklich knallorange-golden, diese Kette. Erinnert so ein bisschen an Bernstein, ist aber Kunststoff, also ist Plastik oder so. Hat aber auch noch so einen sehr alten Verschluss, so einen Drehverschluss. Also muss tatsächlich auch alt sein. Und ich war mir erst nicht ganz sicher, weil sie ja doch sehr krass ist in der Farbe und so, aber Nora meinte auch, dass die echt gut zu mir passt und ich glaube, da hat sie recht, die passt zu vielen meiner Sachen und ich liebe nun mal einfach Orange- und Gelbtöne und warme Töne generell. Ich meine, man sieht es unschwer an meiner Wohnung und deshalb habe ich sie mitgenommen. Am Ende habe ich dafür 1 Euro bezahlt, genau. Ein weiteres Schmuckstück, worüber ich mich so freue, das war wirklich echt der perfekte Zufall heute, war ein kleines Freundschaftsarmband. Also eigentlich ist es offiziell gar kein Freundschaftsarmband, schätze ich. Aber wir haben in einer Schatulle eben von einem anderen Verkäufer zwei dieser süßen Armbänder hier gefunden. Das ist eine ganz feine Goldkette und da sind Sterne und Herzen abwechselnd dran und die ist wirklich total filigran und hübsch. Und es gab halt echt zwei davon und deshalb haben wir die uns beide gegenseitig umgemacht, um zu gucken, ob die auch passen und das ging. Und wir sind dann zu dem Verkäufer hin und meinten so, ja, wir hätten das gern als Freundschaftsarmbänder, was können sie da machen? Und naja, zwei Mädels, da kommt es natürlich ganz gut an und ich glaube, er wollte 4 haben und wir haben es dann auf 3 runtergehandelt. Und ja, so haben wir zwei richtig süße Freundschaftsarmbänder für 3 Euro ergattert. Und Nora hat auch ein total cooles Bild davon gemacht, wie wir beide das tragen. Das blende ich euch hier mal ein. Findet ihr auch auf Instagram. Und
Ja, ich bin einfach sehr froh über das Armband. Ich finde es auch wirklich hübsch. Also ich denke, ich werde es auch richtig oft tragen. Und vor allem erinnert mich das an den schönen Tag, an das schöne Wochenende mit Nora. Und deshalb ist es natürlich umso wertvoller für mich. Okay, kommen wir mal zu den Büchern. Also eigentlich habe ich gar kein richtiges Buch, sondern ein Heft und ein Briefset. Fangen wir mal mit dem Heftchen an. Und zwar ist das ein Kinderbuchheft. Und zwar heißt das Monos Teich. Und mich hat schon das Deckblatt quasi neugierig gemacht, weil Frösche sind immer sehr beliebt bei den Kindern, kann ich aus Erfahrung schon sagen, aus dem Praktikum in der Grundschule. Und dann habe ich das durchgeblättert und es sind wirklich alle Seiten wunderschön illustriert. Und als ich dann gesehen habe, dass es in diesem Heftchen auch noch um die Naturzerstörung geht, also wir haben halt Menschen irgendwie an dem Teich von den Fröschen Camping gemacht, haben ihren Müll in den Fluss geschmissen und es war dann so verdreckt, dass die Familie Frosch halt ausziehen musste, auswandern musste. Meine Lehramtskollegen, die das gerade schauen, wissen, wie toll das für den Unterricht mit Grundschulkindern ist. Denn das Thema Naturschützen steht auch im Lehrplan. Ich habe sogar schon meine Unterrichtsstunde dazu gehalten, hatte das leider noch nicht, aber ich werde die noch so oft halten müssen, die Stunde, dass ich das da beim nächsten Mal garantiert einbaue, weil das wirklich perfekt ist. Und ich freue mich so, dass ich ja diesen Schnapper gemacht habe, denn ich habe das für 50 Cent bekommen. Und die Dame, die es mir verkauft hat, hat sich auch total gefreut, als ich erzählt habe, wofür ich das noch nutzen will. Und dass es halt wirklich auch noch einen Sinn hat und nicht in irgendeiner Kiste landet. Und das finde ich immer besonders schön bei Flohmärkten, dass man Sachen, die man selbst nicht mehr braucht, an Leute geben kann, die wirklich noch was damit anfangen können und noch einen tollen Nutzen daraus ziehen. Und ja, diesen Gedanken mag ich einfach richtig gerne. Das Briefset, was ich gerade schon erwähnt habe, gehört, glaube ich, echt zu meinen Favoriten heute. Ich habe das gesehen und war richtig geflasht, weil es so schön war. Jeder, der mich ein bisschen kennt, mein Instagram-Feed oder meinen YouTube-Kanal oder meine Wohnung, weiß, ich liebe alles mit Naturillustrationen, vor allem Blumenillustrationen, wie sie hier drauf sind, und die sind wunderschön. Ganz ehrlich, ich hätte das gekauft, egal was es gewesen wäre. Ein Bild, ein Briefset, ein Buch. Ich hätte es wahrscheinlich, egal was es ist, gekauft, einfach weil ich es so schön finde. Und als ich es dann aufgemacht habe, habe ich mich so unendlich gefreut, dass es doch echt ein Briefset ist. Hier ist ein ganzer Block voller Briefpapier, wo in der Ecke eine kleine Illustration ist. Und dann sind hier ganz viele Postkarten ebenfalls illustriert und dann eben noch Briefumschläge. Und ja, sogar hier drin ist nochmal eine Zeichnung. Also es ist so liebevoll gestaltet. Und vorne stand auch drauf, dass es aus der DDR noch stammt. Und ich habe das für 3,50 Euro bekommen. 3,50 Euro. Ich meine, vielleicht kennt ihr die Briefsets, die so ähnlich aussehen, die auch sehr schön gemacht sind, in solchen Läden wie Tranquillo oder bei Weltbild, Thalia. Da gibt es auch solche Briefsets und die sind unglaublich teuer. Die kosten meistens so 15, 16, 20 Euro. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, das hier zu ergattern für den niedrigen Preis. Es ist fast zu schade, das zu benutzen. Aber ich schreibe tatsächlich gerne noch Briefe und Postkarten ab und zu. Also werde ich es ab und zu benutzen und in Ehren halten. So, das letzte kleine Teil, was ich habe, was ich euch noch so richtig in die Kamera halten kann, ist dieser Teller. Und ich sehe schon, ich glaube, er kommt auf Kamera leider nicht so rüber, wie er im echten Leben aussieht. Ich habe den in so einer Wühlkiste gefunden bei einem Keramik-Porzellan-Trödler. Und es sieht einfach aus wie ein Teller einer Meerjungfrau. Also im Ernst, wenn Meerjungfrauen Teller hätten und davon essen würden, ich würde ihn mir genauso vorstellen. Es sind ja wie so Schuppen, die wirklich holographisch sind, Regenbogenmuster und die in allen Farben schillern, wenn man den so dreht. Und der sieht in echt wirklich noch viel, viel schöner aus, als ihr ihn jetzt leider auf Kamera seht. Und ja, ich habe mich sofort darin verliebt, auch wenn er jetzt sonst nicht so zu meinem Einrichtungsstil passt. Musste ich ihn haben, einfach weil er so schön ist. Ich meine, ganz ehrlich, damit kann man vor Gästen sehr gut angeben. Wenn man da ein paar Snacks drin anrichtet, dann wird jeder fragen, wow, was hast denn du da für einen tollen Teller? Der glänzt ja total und spiegelt alle Farben des Regenbogens. Und dann sage ich, ja, das ist ein Teller, den ich von Ariel bekommen habe.
Nee, das ist ein Teller, den ich für 2 Euro auf dem Flohmarkt in Leipzig ergattert habe. Und ich fand 2 Euro auch echt fair, deshalb habe ich da am Preis auch gar nicht weiter rumgeschraubt. Okay, ich hoffe, ich habe von den kleinen Sachen nichts vergessen. Ja, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Natürlich habe ich was vergessen, es war aber auch fies, weil ich habe es in der Schublade des Schranks gelassen und dann erst, als ich ihn ausgewischt habe, entdeckt. Und zwar dieser kleine Topf hier, der ist total filigran gestaltet. Ich fand ihn mega schön und habe ihn für 3 € ergattert und da würde ich ganz gern Blumen reinpflanzen oder so. Ja, jetzt zurück zum Video. Denn jetzt kommen nur noch die großen. Und zwar, den habt ihr auf Instagram schon gesehen, nämlich diesen tollen Spiel. Da seht ihr euch gerade. Kamera, hallo. Ja, ein riesiger gelber Spiegel. Und Spiegel stand schon lange auf meiner Wunschliste für Flohmärkte. Jetzt wird es gerade sehr dunkel. Jedenfalls, ein Spiegel wollte ich schon sehr lange haben, weil wir eigentlich gar keinen haben hier in unserer Wohnung. Wir haben einen eingebauten Spiegel im Kleiderschrank und einen in dem Badezimmerschrank. Aber halt einen richtigen, der irgendwie an der Wand hängt, hatten wir noch gar nicht. Und der hier ist richtig schön groß. Ich habe den gesehen und wusste sofort, den muss ich haben. Und ich finde halt ehrlich gesagt die Farbe auch cool, obwohl der halt wirklich gelb ist und die Blumen teilweise noch so ein bisschen orange eingefärbt sind. Was viele Leute bestimmt sehr, sehr hässlich finden. Ich mag es irgendwie. Also ja, ich meine, ihr kennt mich, ich liebe Orange und Gelb und das finden viele Leute bestimmt ganz grauenhaft, aber ich überlege wirklich, ob ich den einfach so lasse. Ich könnte ihn natürlich auch mit Gold oder mit Bronzespray neu lackieren, aber ich glaube, ich lasse ihn fast so. Und jetzt kommt der Hammer. Er ist wirklich unversehrt, alles dran, keine Kratzer, keine Scherbensplitter, irgendwas. Und ich habe ihn für 5 Euro bekommen. 5 Euro, ich finde das so krass. Und ich freue mich so darüber. Also wirklich, ich überlege noch, wo ich ihn jetzt hier erstmal aufhänge. Wir haben ja wirklich eine sehr kleine Wohnung. Aber ich möchte ihn heute unbedingt noch aufhängen, weil ich ihn so schön finde. Und ihr werdet bestimmt zugespammt werden mit Spiegel-Selfies auf Instagram. Aber dafür wollte ich ihn ja auch teilweise haben. Also ist das gut so. Und ja, ich mag ihn sehr gerne. Und das letzte Teil, was ich euch, nein, echt nicht vor die Kamera halten kann, ist dieser kleine Schrank. Ich blende es euch hier ein. Ich habe den gesehen und wusste sofort, oh mein Gott, das ist mein neuer Nachttischschrank. Weil der einfach richtig schön schmal ist. Er passt selbst in unser winziges Schlafzimmer neben das Bett. Er hat mehrere Schubladen. Er hat die perfekte Holzfarbe meiner Meinung nach. Und ich habe ihn gesehen und habe mich einfach sofort verliebt. Und ich habe den Verkäufer gefragt, was er dafür haben will und war richtig geflasht, als er einfach mal meinte, ja, 8 Euro. Und ich konnte das erst gar nicht richtig glauben. Ich dachte, ich habe mich verhört. Ich hätte erwartet, dass er vielleicht 20 vorschlägt, aber niemals, dass er von vornherein unter 10 geht. Also, wow. Und da habe ich natürlich sofort ja gesagt, weil ich wäre dumm gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Er ist wirklich in super Zustand. Er ist völlig unbeschadet, sauber. Und einfach perfekt für mein Schlafzimmer. Und ja, ich freue mich so, so doll darüber. Und ich habe natürlich den großen Traum, irgendwann wirklich eine Wohnung, am besten eine Villa zu haben, die komplett in Vintage-Möbeln eingerichtet ist. Das ist wirklich so meine Traumwohnung, komplett mit alten Sachen, alles aus Massivholz und vom Trödelmarkt ergattert in Gold und Bronze. Und ich liebe das einfach. Ich fühle mich so wohl mit diesen alten Möbeln um mich herum. Und natürlich kann ich das jetzt noch nicht realisieren als Studentin, aber ich versuche so nach und nach alles in dieser Wohnung, was noch sehr modern ist und was einfach nicht zu mir passt, zu ersetzen mit günstigen und passenden Vintage-Möbeln. Und das ist mir jetzt einmal wieder geglückt mit diesem Nachttisch. Und ich werde den jetzt sofort nach dem Video, wenn ich alles gefilmt habe, auch sauber machen und den gleich in mein Schlafzimmer stellen und dann den kleinen weißen Schrank, der wirklich super ist, aber der einfach nicht ich ist, den werde ich dann auf eBay Kleinanzeigen oder so reinstellen. Und ja, dann ist das wieder ein Schritt näher an meiner Traumwohnung und das ist doch super.
Ja, ihr Lieben, das war es auch schon mit dem Video. Keine Ahnung, wie lang das Video geworden ist. Ich habe das Gefühl, ich habe ziemlich lang gelabert dafür, dass es so wenig Sachen waren. Aber ich bin immer wieder begeistert von den Sachen, die ich auf Flohmärkten finde, wie schön sie sind und wie günstig sie vor allem sind für die Qualität, die sie immer noch haben. Und ich finde Secondhand-Shopping generell einfach viel, viel schöner, als neue Sachen einzukaufen. Das war bei mir schon immer so. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Aber wenn ihr noch nie auf einem Flohmarkt wart, dann bitte probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr es nicht mögt, dann ist es okay. Aber vielleicht weckt es in euch auch echt so eine Leidenschaft wie in mir. Und ihr habt sehr bald den Großteil eurer Wohnung Secondhand eingerichtet. Und ja, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss!